Der neue achteckige Bau trägt nicht nur außen futuristische Züge. Auch innen erprobte das Departement Architektur und Konstruktion der ETH Zürich zukunftsweisende Technologien. Ich bin hier am Departement Architektur tätig, als Professor für Architektur und Konstruktion. Und ich wurde dann angefragt von der Projektleitung des Jubiläums, ob wir Vorschläge hätten, wie wir da vorgehen könnten, so ein Projekt auszuarbeiten. Ja, nur im obersten Geschoss eigentlich. Nur im obersten? Aber okay, wie wird es gebaut? Wie? Woraus? Also, das ist aus Schnee und Räumen. Ich fand die Fragestellung interessant, weil mir sofort klar war, dass das eine Herausforderung wird, an einem Ort zu bauen, der nicht so einladend ist auf den ersten Blick. Und dass man das mit den Studenten tun könnte, wenn man dafür das geeignete didaktische Gefäß aufbaut. Die Entwicklung der neuen Motte-Rosa-Hütte ist das beste Beispiel für praxisorientierten Unterricht. Im Seminar von Andreas Deplatzes erarbeiteten Studenten Entwürfe für einen Neubau. Nach 4 Semestern wählte eine Jury das beste Projekt zur Umsetzung aus. Auch der Hüttenwart wurde in die Planung mit einbezogen. Am Anfang waren das total visionelle Ideen und damit konnte man eigentlich zum Teil gar nichts anfangen. Anders als bei einem normalen Projekt ist, dass die Studenten konfrontiert waren mit der Tatsache, dass man es ausführt, dass sie also Realitätsbezug haben und deswegen waren sie enorm blockiert im Kopf. Ja, es sieht bombastisch aus. Es ist riesig und mit sehr viel Technik. Das ist schon architektonisch eine besondere Leistung.